Für welchen Offensivstar sind die Bayern jetzt bereit, bis zu 150 Millionen Euro auf den Tisch zu legen? Wir schauen uns das ganz genau an. Parallel dazu können wir vermelden, Niklas Füllkrug, es gibt nun einen Preis bei dem Spieler. Und ich kann so viel schon mal sagen, der hat es definitiv in sich. Und wir sprechen auch über eine Ansage von Jürgen Klopp, denn er hat jetzt schon mal gesagt, welche Vereine er definitiv wohl nicht trainieren wird. Einer davon der FC Bayern München. Das und mehr Themen jetzt gleich hier in diesem Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um die Bundesliga zu verpassen. Und checkt doch gerne mal Instagram ab, Budi_Inside für noch mehr News. Ja, die Bayern, sie wollen sich ja in der Offensive definitiv noch in dieser Saison verstärken. Und ein Transfer von einem Stürmerstar oder Offensivstar, wie man auch immer das nennen mag, den wird es wohl früher oder später geben. Zumindest mal der Versuch, das ist jetzt wohl ganz klar, die Bayern wollen ihren Geldbeutel so richtig weit aufmachen. Für wen? Für Florian Wirtz. Ja, ihr hört richtig, Florian Wirtz, er ist das auserkorene Transferziel der Bayern. Wir sprechen aber nicht über einen Transfer in dieser Saison. Das muss ich direkt mal dazu sagen. Es ist aber jetzt wohl ein Plan im Hintergrund, denn sie planen eine volle Offensive beim Transfer rund um Florian Wirtz. Das wurde jetzt vom Kicker berichtet. Demnach ist es so, sie wollen in die Offensive gehen. In dem Bericht heißt es, die Münchner sollen bereit sein, wie an der Sebener Straße bereits getuschelt wird, den Geldbeutel dafür richtig weit aufzumachen. Der EM-Star, Bayern-Youngster, wie man auch immer ihn nennen mag, hat einen Marktwert laut Transfermarkt.de von 130 Millionen Euro. Und in den vergangenen Monaten, da gab es immer wieder Berichte, Leverkusen, die wollen bis zu 150 Millionen Euro für ihren 21-Jährigen haben. Und das ist eine Summe, die wohl der FC Bayern München sogar bereit wäre zu stemmen. Uli Hoeneß, der hat ja auch schon ziemlich deutliche Worte gewählt. Zuletzt hat er nämlich gesagt, den Florian Wirtz sehe ich in Zukunft auch beim FC Bayern München. Das Duo Musiala-Wirtz oder auch Wusiala genannt, das will man ja bei den Bayern, das ist ein offenes Geheimnis, sehr, sehr gerne installieren. Man würde die beiden nicht nur gerne in der deutschen Nationalmannschaft zusammen sehen, nein, sondern eben auch auf Club-Ebene. Aber der Transfer, das könnte ein ganz schön kompliziertes Unterfangen geben, denn er hat keinen Ausstiegsklausel, er hat Vertrag bis 2027. Die Werkself würde bei einem Vertragspoker, also bei einem Verhandlungspoker, Transferpoker in einer richtig guten Position sein und man würde die Bayern so richtig aus bluten lassen, was die Kohle angeht. Und die Konkurrenz, die ist natürlich auch sehr, sehr groß, denn da wissen wir es auch mittlerweile, die ganz großen Clubs in Europa, sei es ein Manchester City, die in ihm einen potenziellen Nachfolger von Kevin De Bruyne sehen, sei es Real Madrid, auch die sind an ihm dran. Der Berater und Vater von Florian Wirtz, der hat ja bereits schon so ein bisschen angekündigt, dass ein Wechsel im nächsten Sommer definitiv eine Option ist, aber auch erst im nächsten Sommer. In diesem Jahr hätte kein Club eine Chance gehabt und ich finde, die Bayern sind in einer richtig guten Position, denn der Transfer von Xavi Simons wurde nichts. Wenn man jetzt keinen Offensivkracher holt, kann man sich einige Millionen sparen, um im nächsten Jahr so richtig auf den Tisch zu hauen. Florian Wirtz zu den Bayern, das wäre schon ein echtes Ausrufezeichen. Auch Transfergerüchte rund um einen Bayernwechsel, die gab es ja rund um Gregor Kobel. Denn er wurde immer mal wieder mit einer potenziellen Nachfolge von eben Manuel Neuer in Verbindung gebracht. Aber jetzt hat er sich mal geäußert und ein ganz klares Statement abgegeben. Einem Bericht der Sportbild nach hat der Keeper angekündigt, mindestens 1 bis 2 Jahre weiter bei Borussia Dortmund bleiben zu wollen. Er hat dem Verein seine Treue geschworen. Auch wenn Topclubs immer wieder an Gregor Kobel interessiert waren, bis 2028 hat er sowieso noch Vertrag. Ein Transfer wäre damit ein fixes Thema eigentlich erst in 2 Jahren und Borussia Dortmund könnte dann wohl auch eine gute Ablösesumme für Gregor Kobel verlangen. Wie gesagt, es gab mal Gerüchte rund um einen internationalen Wechsel, aber vor allem auch ein Bayernwechsel war ein Thema. Eigentlich ist die Nachfolge von Manuel Neuer ja schon relativ fix, sollte sich halt eben Alexander Nübel weiter gut entwickeln, dann wird der das machen. Gregor Kobel ist halt eben mit seinen 26 Jahren noch ein absolutes Torwarttalent, wenn man es mal so sagen kann. Da sind ja mindestens mal noch 10 absolute Top-Jahre im Tank. 40 Millionen Euro ist sein Marktwert, der ist auch konstant eigentlich jetzt immer gestiegen. Seit seinem Wechsel zu Borussia Dortmund hat sich der Marktwert mehr als verdoppelt. Also Borussia Dortmund sitzt ja am längeren Hebel, sie könnten eine richtige Monstersumme für ihn verlangen. Borussia Dortmund, das ist auch immer ein Synonym für den Mann im Hintergrund, nämlich Jürgen Klopp. Denn der hat ja seinen großen Durchbruch als Trainer bei der Borussia geschafft und er hat auch definitiv jetzt sich mal so ein bisschen geäußert zu seiner Zukunft. Stand jetzt sieht sich Jürgen Klopp bei gar keinem Verein mehr und zwei, ja ich sage mal, Adressen hat er wohl auch eine deutliche Absage erteilt, vor allem eigentlich dem FC Bayern München.
Er hat jetzt erstmal gesagt, generell sieht er sich nicht mehr als Trainer. Er muss sich erstmal über die Möglichkeiten nachdenken. Stand heute möchte er eigentlich auch keine Mannschaft mehr übernehmen. Das kann sich aber in Zukunft nochmal ändern. Hinsichtlich FC Bayern München, da sagte Klopp, aus meiner Sicht habe ich die besten Vereine der Welt schon trainiert. Mainz 05, Borussia Dortmund und Liverpool. Also hier zumindest mal in Richtung Bayern eine klare Absage. Er war ja immer mal wieder ein Kandidat, der so hinter vorgehaltener Hand mal genannt wurde. Aber natürlich, die besten Vereine hat er trainiert. Aber was ist denn eigentlich mit dem besten Land? Die Absage für den DFB würde ich jetzt erstmal nicht ganz so hoch hängen, auch wenn er Stand jetzt erstmal eine Pause machen möchte, sich erstmal eine Auszeit nehmen möchte. Ich glaube, Jürgen Klopp, früher oder später sehen wir diesen Mann nochmal an der Seitenlinie. Vielleicht bei der deutschen Nationalmannschaft, wohl eher nicht beim FC Bayern München. Beim FC Bayern München werden wir Niklas Füllkrug wohl auch nicht sehen, aber vielleicht bald schon bei einem anderen Club. Denn jetzt hat Borussia Dortmund ein Preisschild für den Spieler festgelegt und das hat es definitiv in sich. Niklas Füllkrug ist ja für 18 Millionen Euro gekommen von Werder Bremen, hat eine gute Saison gespielt, finde ich. Ist ein wichtiger Standort von Borussia Dortmund gewesen, dass man es auch ins Champions-League-Finale geschafft hat. Jetzt hat man eben tatsächlich mit Serhou Guirassy einen direkten Konkurrenten bei Borussia Dortmund verpflichtet. Und da hat aber jetzt die Bild auch nochmal berichtet, grundsätzlich plant man bei Borussia Dortmund und so plant auch BVB-Coach Nuri Sahin mit beiden Stürmern, mit Guirassy und Füllkrug. Aber es gibt wohl eine Summe, ab der man wohl den Spieler gehen lassen würde. Wie die Bild berichtet, ist das Preisschild bei 30 Millionen Euro. Das soll die Dortmunder Chefetage intern beschlossen haben und sollte jetzt ein Club hier diese Summe auf den Tisch legen, dann wäre man grundsätzlich wohl auch verkaufsbereit. Die Hammers, also West Ham United, die haben ja großes Interesse an Niklas Füllkrug. Von daher ist das ein Thema, wenn dieser Preis, ich sage mal, passieren sollte, wenn das bezahlt wird, dann würde man ihn gehen lassen. Gestern, da gab es auch schon Berichte darüber, dass die englischen Medien, die haben sich ja so ein bisschen überschlagen, dass West Ham United eigentlich schon kurz vor einer Einigung mit Borussia Dortmund steht. Wenn es die Summe ist, die dann gezahlt wird, finde ich, ist das in Ordnung. Dann kommen wir schon zum letzten Thema und das ist mal wieder ein kleines Interview. Ja, und das ist das Interview von João Palhinha, was er zum Beginn bei den Bayern gegeben hat. Ich sage, lasst ein Like auf das Video da, lasst ein Abo da und damit lasse ich euch in das Interview rein. Danach hört ihr nichts mehr von mir, also dementsprechend schaut gerne heute Nachmittag hier nochmal vorbei. Aber damit Interview ab. It's a dream come true and I'm really anxious to start to put this shirt and represent the club inside of the pitch. I didn't expect on the reality that Bayern came again for me. Of course, when the transfer failed, it was a big disappointing moment for me, for my family. I need to be grateful with Tuchel, with Thomas, and with Vincent, with company, because they both wanted me. It's really good to be associate or compare with Javi Martinez. Was a reference for me as well when I was more young, and I saw him in Bayern playing. We have similar capacities. In England, people say you are the master of tackles, that you like sliding tackles a lot. So when I make a tackle, it's not for danger to hurt everyone. It's just on focus on the ball. Sometimes that doesn't happen. Other times, yes, but most part of the times, I think yes.